Herr Nuscheler, schaut man auf die wirtschaftlichen Rahmendaten, waren und sind die für 2024 andere als hoffnungsfroh. Es gibt viel Unsicherheit auf den Märkten, die Börsen wurden durchgerüttelt und gehen jetzt auf einmal wieder auf Höchststände. Wie haben sich die wirtschaftlichen Rahmendaten auf das Fondspolicengeschäft von Standard Life ausgewirkt? Und worauf legen die Kunden aktuell besonders viel Wert? Sehr interessante Frage, denn wir waren natürlich auch sehr, sehr neugierig, ja, wie jetzt das Kaufverhalten und das Beratungsverhalten sein würde. Wir können sagen, dass wir im Moment etwa 30% über Vorjahr liegen. Das heißt, die Nachfrage ist richtig groß und wir sind konsequent auch auf Fondspolicen im Einmalbeitragsbereich ausgerichtet und sind auch da sehr, sehr erfolgreich. Also aktuell sind so circa 60% unseres Neugeschäfts Einmalanlagen im Fondspolicenbereich. Das zeigt sich schon sehr deutlich, dass Multi-Asset-Lösungen, kostengünstige Multi-Asset-Lösungen im Fokus stehen. Wir arbeiten hier sehr eng mit Vanguard zusammen, über die Standard Life Global Index Funds, aber eben auch über die MyFolios. Das sind Themen, die nach wie vor sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVI zeigte kürzlich, dass rund 66% der 18- bis 29-Jährigen nicht zusätzlich fürs Alter vorsorgen. Und da sagte kürzlich Bundeskanzler Olaf Scholz, die 17-Jährigen, die nun die Schule verlassen und 5 Jahrzehnte lang Rentenbeiträge zahlen würden, müssten wissen, worauf sie sich in Zukunft verlassen können. Das wichtigste Vermögen, das viele in unserem Land haben, wäre die Rentenversicherung, sagte er. Junge Menschen bräuchten daher eine klare Aussage. Das klingt so ein wenig nach Norbert Blüms Aussage. Wie bewerten Sie das? Das habe ich mir auch gedacht, als ich es gelesen habe, tatsächlich. Ich finde es ein bisschen gefährlich. Ich finde, dass sich die Politik einfach ehrlich machen muss und einfach ganz klare Aussagen dazu treffen muss, dass die Rente nichts anderes als eine reine Grundabsicherung sein kann. Und dass die private Vorsorge, ob steuerlich gefördert oder eben im rein privaten Bereich, tatsächlich essentiell und existenziell wichtig ist für alle künftigen Rentnergenerationen. Ich würde mir mehr Klarheit wünschen. Okay. Vor dem Hintergrund, wie will man eigentlich jüngere Menschen zur Vorsorge mit modernen Fondspolicen bewegen? Welche Beratungsansätze braucht es hier, wenn die Politik solche Botschaften verbreitet? Ich glaube, dass der richtige Ansatz die Initiativen zur finanziellen Bildung sind, auf der einen Seite. Also ich denke, dass man in die Schulen gehen muss, dass man da schon einfach Bewusstsein schaffen muss. Ich denke aber auch, dass gerade jüngere Beraterinnen und Berater über die sozialen Medien einen guten Hebel haben, um neue Kunden für sich zu begeistern, neue Kunden für sich zu gewinnen und ihre Botschaften zu platzieren. Herr Nuscheler, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlich gerne. Danke, Herr Borstel.